Juni 2016 in Niederbayern. Eine Sturzflut richtet verheerende Zerstörungen an. Die Katastrophe fordert 7 Menschenleben. Ich hätte die Tote sein können, das muss ich wirklich sagen. Mama zackt innerlich zusammen und bricht zusammen. Das ist von ganz vom Sägewerk, das Zeug, schauen wir noch hin. Oh, der Container, schau dir so aus, der herkommt. Das haut's nicht über unser Haus, bitte. Wenn man mal Wasser 1 Meter oder 1,50 Meter in die Häuser drin hat, was das kaputt macht, was das die Leute wirklich für Sorgen verursacht. Katastrophen wie diese können jeden treffen. Eine Folge des Klimawandels. Anfang April 2021. Unterwegs mit der Freiwilligen Feuerwehr von Simbach am Inn. Heute soll ein neues Warnkonzept getestet werden. Vor 5 Jahren war eine bis dahin unvorstellbare, bis zu 5 Meter hohe Sturzflut durch ihre Stadt geschossen. Allein in Simbach starben 5 Menschen. Die unheilvolle Prognose: Wegen des Klimawandels werden sich extreme Wetterlagen häufen. Dafür möchte die Freiwillige Feuerwehr gerüstet sein. Die Stadt liegt am Inn, einem mächtigen Gebirgsfluss, an dem immer mit Hochwasser zu rechnen ist. Doch was 2016 geschah, hat es so noch nie gegeben. Scheinbar aus dem Nichts war die Flutwelle über Simbach hereingebrochen. Markus Pilger war damals im Einsatz und erinnert sich. Es war ja so, die ersten Momente nach dieser Sturzflut hatten wir so miterlebt, dass direkt auf der Bundesstraße, die neben dem Feuerwehrhaus vorbeiführt, hatten wir plötzlich 2 Meter Wasserstand. Wir haben unser Boot mit dem Kran vom THW neben dem Feuerwehrhaus auf die Bundesstraße gewassert. Ein völlig surreales Bild. Wir wussten nicht, wo kommt das Wasser her, warum ist da jetzt Wasser, warum schwimmen da jetzt Lastwagen und Personen in den Fluten da drinnen und warum müssen wir jetzt aus einer Bundesstraße Menschen retten. Und mit dem umgehen, dass man sich wirklich mal kneifen muss und sagen, ja, träume ich jetzt oder was geht da gerade ab, das ist unglaublich schwer. Ihn hatte zunächst keiner im Verdacht, den unscheinbaren Simbach, nach dem die Stadt benannt ist. Noch immer plätschert er in seinem gemauerten Kanal, der ihn 2016 nicht mehr halten konnte, sodass er über 400 Häuser flutete, viele Menschen obdachlos machte und eben 5 Todesopfer forderte. Bürgermeister Klaus Schmidt lässt ihn seit der Katastrophe nicht mehr aus den Augen. Regelmäßig schaut er auf dem Weg zum Rathaus am Simbach vorbei und beobachtet den Pegel. Immer wenn es etwas mehr regnet, dann bin ich also täglich hier an dieser Stelle oder dort vorne an der Brücke. Sehe mir das Ganze an, wie die Entwicklung ist. Meistens morgens, oft dann einmal mittags, wenn es weiter regnet und abends noch einmal. Und kann dann einigermaßen beruhigt, wenn sich der Pegel nicht verschlimmert hat, nach Hause gehen, ohne vielleicht einmal wirklich wieder an den Bach zu denken. Auch dank großzügiger staatlicher Unterstützung wurden die Infrastruktur und viele Häuser wieder aufgebaut. Doch wer sich umsieht, stellt fest, auch 5 Jahre nach der Katastrophe besteht noch Handlungsbedarf. Bei diesem Haus wurden die Eingangstüren höher gelegt, die 9 Stufen sind noch nicht fertig und auch andernorts fallen immer wieder Baustellen auf. Hier sehen wir jetzt einen Neubau oder den Beginn eines Neubaus, auch von einem Haus, das von der Flut sehr massiv betroffen war. Es wurde momentan abgerissen und es entsteht hier wieder ein neues Gebäude. Auch 5 Jahre hinterher. Immerhin, es wird gebaut. Im Unterschied zum dringend ersehnten neuen Hochwasserschutz im Zentrum des Orts. Dort soll der Simbach mehr Raum bekommen. Dafür wurden Häuser aufgekauft und abgerissen. Doch immer wieder gibt es bürokratische Hürden zu bewältigen, bis es endlich weitergehen kann. Und das ist nicht das einzige Problem. Nie hätte die Beckers-Familie gedacht, dass der Simbach in ihrem Haus so viel Schaden anrichten könnte. Zum Schock über die Urgewalten des Wassers kamen deshalb auch Existenzsorgen.
Bäckermeister Johann Braumiller war nicht versichert. Seinem Lebenswerk, der Bäckerei, drohte der Ruin. Und heute? Es gleicht einem Wunder, dass Tochter Elke heute Vaters Backwaren wieder an die Kundschaft verkaufen kann. Geholfen hat, dass es damals noch die Hochwassersoforthilfe vom Staat gab. Doch seit 2019 ist sie gestrichen. Also ohne Hilfe vom Staat wäre das überhaupt nicht mehr gegangen. Da hätte es wirklich alles zusperren müssen, da hätte man nichts mehr aufmachen können. Das war jetzt in dem Fall für uns eine Gott sei Dank große Hilfe. Ansonsten wäre wirklich alles den Bach runter. Das Geld hätte man nicht aufbringen können, das wäre unmöglich. Ja. Also da sind wir sehr dankbar. Aber ich muss halt sagen, es ist vorbei. Das war eine einmalige Hilfe. Man muss jetzt darüber nachdenken, was kommt denn, wenn jetzt da wieder was passieren wird. Also für mich ist eins der wichtigsten Sachen, bitte versichert euch alle. Wer nicht versichert nachher, steht zum Schluss dann da und hat nichts. Keine Soforthilfe mehr. Und dann nicht versichert. Bei einer erneuten Sturzflut hätte das verheerende Folgen. Auch die Feuerwehr möchte vorbereitet sein. Der Landkreis hat mobile Warnanlagen angeschafft. Neue Warnrouten wurden ausgearbeitet. Jetzt soll getestet werden, wie viel Zeit es braucht, um alle rechtzeitig zu informieren. Ein ehemaliger Brennpunkt, die Gartenstraße. Auch hier war für viele die staatliche Hilfe die Rettung. Jetzt möchte die Regierung, dass sich jeder selbst versichert. Eine Garantie ist das aber auch nicht. Seit der Flut steht dieses Haus leer. Noch immer streiten sich seine Eigentümer mit der Versicherung. Ihr ehemaliger Mieter hat Aufnahmen ins Netz gestellt, die zeigen, wie das Haus damals voller Wasser lief. Er ist inzwischen aus Simbach fortgezogen. Zwei Häuser weiter, Georg Sargmeister. Er war nicht versichert und erhielt deshalb die staatliche Hilfe, die immerhin 80% der entstandenen Schäden deckte. Er hatte Glück im Unglück, doch der Schock sitzt noch tief. Ich war im Keller unten. Kommt auf einmal bei dem Fenster dort und dort mit einem Schwall das Wasser rein. Ganz gelb, weil so lauter lehmiges Wasser gewesen ist. Aber so stark, dass man den Fensterstock dort, den hat direkt ganz rein gedrückt. Im Keller unten habe ich Wellensittiche gezüchtet. Jetzt waren alle da, 60 Stück. Dann wollte ich da rein, der erste Gedanke, da reinvögel. Da habe ich gemerkt, ich bringe die Tür nicht gescheit auf. Und dann war eigentlich doch ganz schnell, Mensch, ich komme da nicht mehr raus. Wenn ich das nicht aufbringe, dann. Die waren alle tot. Und das ist schlimm, wenn man die am nächsten, übernächsten Tag alle rausglaubt, einzeln. Da waren Junge dabei, da im Nistkasten, so kleine. Und dann rein in den Sack und dann oben hinten habe ich es noch beerdigt. Ich habe es einfach reingekommen. Zudem war 3 Wochen vorher seine Frau gestorben. Na ja, da kann man nichts machen. Auch für den Feuerwehrmann Markus Pilger ist die Gartenstraße voller persönlicher Erinnerungen. Bis 2016 galt sie als sicher. Schließlich schützt sie einen Damm vor den Fluten des nahen Inn. Dass der Simbach solche Wassermassen führen könnte, ahnte man damals nicht. So. Wir sind jetzt hier in der Gartenstraße im vorderen Bereich, also eher Richtung Innstraße. 2016, am 1. Juni, habe ich meine 4-jährige Tochter damals in die Gartenstraße zum Opa gefahren. 2 Stunden später hatten wir hier dann einen Wasserstand von 2 Metern. So, Sie können sich vorstellen, wie man sich dann fühlt, wenn man als Papa seine eigene Tochter in Lebensgefahr bringt. Aber hätte ich das davor gewusst, wie hoch das Wasser überhaupt mal kommen kann, hätte ich das natürlich nicht gemacht. Aber hat man halt nicht gewusst. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen immer wieder die Macht des Wassers unterschätzen. Deshalb möchte die Feuerwehr in Zukunft noch besser alarmieren. Florian Kirchdorf, 12.1, beginnt mit der Warnung der Bevölkerung in der Gartenstraße. Kommen. Für den Katastrophenfall wurden verschiedene Lautsprecheransagen vorbereitet, um sie bei Bedarf sofort einsetzen zu können. Hier spricht Ihre Feuerwehr. Gefahr durch Hochwasser. Suchen Sie umgehend höherliegendes Gelände auf.
Achtung, Achtung! Hier spricht Ihre Feuerwehr. Gefahr. Aufnahmen aus dem Helikopter der Polizei von der Katastrophe 2016. Wie konnte aus dem unscheinbaren Wasserlauf solch ein Monster werden? Und wie sollte effektiver Hochwasserschutz gegen solch eine Zerstörungskraft aussehen? Das für den Hochwasserschutz zuständige Bayerische Umweltministerium beauftragte damals den österreichischen Wildbach-Spezialist Johannes Hübel mit der Untersuchung der Katastrophe. Er ist Leiter des Instituts für alpine Naturgefahren in Wien. Was hier geschah, vergleicht er mit einem Krimi. Es ist halt interessant, wenn man so ein Beispiel wie am Simbach hat, dass man so ein Puzzle zusammenstellt, nicht? Also dass man sieht, was draußen war, und das zu einem gesamten Bild zusammenfügt, das alles schlüssig ist. Nicht? Das ist also Geokriminologie oder Forensik, wie man das bezeichnen muss. Nicht? Man sieht die Leiche und man muss schauen, welche Indizien das man vor Ort findet. Das Ergebnis? Eine solche Katastrophe hängt von vielen Faktoren ab. Da ist vor allem die extreme Wetterlage. Eine Ausnahmesituation, die auch bauliche Schwachpunkte ans Licht bringt, wie an dieser Stelle. Wenn man sich so einen Durchlass anschaut, kann man sich das eigentlich nicht vorstellen, dass wirklich der zu drei Viertel vielleicht durch Bäume verlegt ist, dass der zu ist. Und da hat man bei dem Durchlass sehr, sehr großes Glück gehabt, dass dieser Straßendamm gehalten hat. Der war zwar halbwegs weg, aber er hat noch gehalten. Und ist die Frage nach einer weiteren halben Stunde, ob nicht dann diese 200.000 Kubikmeter, die dahinter gewesen wären, auch in den Ort abgeflossen wären. Der Klimawandel erfordert einen anderen, umsichtigeren Umgang mit dem Wasser. Doch werden die Ergebnisse seiner Analyse auch richtig umgesetzt? Um das zu prüfen, ist Johannes Hübel mit Roland Schmidt vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf verabredet. Okay, dann schauen wir mal, oder? Genau. Die Besprechung findet im Bürgerhaus statt. Das Institut von Johannes Hübel hat analysiert, wo Schwachstellen im bestehenden Hochwasserschutz sind, was sich ändern muss und wie viel Wasser das zukünftige breitere Bachbett fassen sollte. Überzeugt ihn die Planung des Wasserwirtschaftsamts? Das ist jetzt dann im Endeffekt, was wir jetzt draus bastelt haben. Das wird ein Meander. Jetzt kann ich einmal schön glänzen. Ja, Wahnsinn. Das ist jetzt genau der Bereich. Das ist das jetzige. Das ist ja die Brücke, wo die ist. Genau, da ist die Brücke. Und das ist schon das Neue. Da werden wir wesentlich breiter. Und da hat man zum ersten Mal so richtig die Möglichkeit, in einem jetzt breiten Gerinne, dass man dem Wasser und dem Umfeld des Wassers wieder am Platz gibt. Also das ist wirklich vorbildhaft, dass man im städtischen Bereich so viel Raum wieder einem Gewässer geben hat können. Der Simbach soll freier fließen dürfen. Es soll ein Naherholungsgebiet entstehen, eine grüne Oase. Aus Hübels Sicht also alles gut, zumindest auf dem Papier. Doch die Umsetzung lässt noch auf sich warten und die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam in Deutschland. Und so werden noch weitere Jahre vergehen, bis die Menschen hier sich endlich in Sicherheit wiegen können. Auch Simbachs Nachbargemeinde war im Juni 2016 von dem Starkregen betroffen. Auch hier war damals ein eher unscheinbarer Dorfbach zu einem Ungeheuer geworden. Seither versuchen die Bürgermeisterin Edith Lirsch und ihr Mitarbeiter Karl Kaiser, den Hochwasserschutz für ihre Gemeinde voranzubringen. Als der Starkregen niederging, konnte der Altbach die Massen nicht mehr fassen und wurde zum reißenden Fluss. Karl Kaiser hat damals Bilder der Katastrophe gemacht. Regionalen Starkregen können große Flüsse leicht verkraften. Sie haben viel Platz. Nicht so die kleinen Gewässer. Die sind, wie hier Triftans Altbach, bei extremen Wetterlagen schnell überlastet. Die Aufnahmen verdeutlichen, wenn wegen des Klimawandels Starkregen zunimmt, muss in Zukunft mehr auf den Hochwasserschutz an kleinen Bächen geachtet werden. Die Menschen warten jetzt schon seit 5 Jahren, dass natürlich ein Hochwasserschutz kommt. Und sie sind auch natürlich in dem Bewusstsein jetzt,
dass die staatlichen Hilfen, die wir 2016 ja wirklich über die Geschädigten ja ausfließen hat lassen, dass das nicht mehr passiert, dass sie wissen, diese Hilfen werden nicht mehr fließen, die werden nicht mehr kommen. Auch in Triftern werden für den neuen Hochwasserschutz noch Grundstücke benötigt. Die Verhandlungen ziehen sich in die Länge. Anwohner, die geschädigt wurden, drängen, dass endlich etwas passiert. Das ist halt das Schlimmste, gell? Weil man kann viel Flurschaden kann man alles wieder herrichten, aber wenn es in die Häuser so viel kaputt macht, bei den Menschen so viel kaputt macht, das ist unwiederbringlich weg. Fürchterlich. 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 Ich bin ja gar nicht rausgekommen und Ruti sind mit dem Boot da gekentert. Ja, das war ja. Ich hätte die Tote sein können, das muss ich wirklich sagen. Ich bin am Haus, der Hubschrauber war hier. Und wir haben aber nicht mehr aufs Dach rauf können. Bei mir war der damalige Nachbar, dieser Rumäne. Und dann sage ich auf einmal so, und jetzt gehen wir in den ersten Stock. Aber von hinten war zur Türe zum Treppenhaus so hoch das Wasser, wir haben nicht mehr durch können. Und dann hat der Hubschrauber anscheinend dieses Boot verständigt. Und das ist gekommen. Und das war eine Fahrt auf Leben und Tod. Das waren zwei Mann, die drinnen waren. Ich weiß halt bloß, einer hat gelenkt und der andere hat nur geschrien, wie er es machen soll. Und wenn der Rumäne nicht, mein Nachbar nicht neben mir gesessen war, war ich rausgeflogen und gestorben. Überall das gleiche Bild. Der Bau des Hochwasserschutzes zieht sich in die Länge. Der Staat hat die Soforthilfen gestrichen. Für Triftern soll es zumindest bald ein Frühwarnsystem geben. Doch dazu später mehr. Ist man im nahen Österreich besser auf extreme Wetterlagen vorbereitet? Das Gebirge ist von Natur aus ein extremer Lebensraum. Seine Bewohner sind immer schon besonderen Gefahren ausgesetzt. Johannes Hübel, der Wildbach-Spezialist, der schon Simbach beraten hat, ist auf dem Weg ins Glemmtal. Zu dieser Jahreszeit führen die zahlreichen Wildbäche der Alpen nur wenig Wasser. Doch bei der Schneeschmelze oder später, wenn die Sommergewitter kommen, werden sie schnell zu gefährlichen Sturzbächen. 2018 hat es im Glemmtal eine gewaltige Sturzflut gegeben. Bereits seit 2019 wird hier der Hochwasserschutz gebaut. Johannes Hübel ist heute mit seinem ehemaligen Studenten Gebhard Neumeier verabredet, der die Bauarbeiten leitet. Und mit Siegfried Feiersinger, der im Glemmtal lebt. Jetzt möchte er sich selbst ein Bild davon machen, wie es hier mit dem Hochwasserschutz vorangeht. Zurzeit bekommt die Gemeinde Hinterglemm neue Schutzbauten. So viel Raum wie in Simbach besitzt das enge Tal nicht. Um dennoch mehr Platz zu schaffen, wird die Saalach derzeit tiefer gelegt und ihr Gerinne, wo es möglich ist, verbreitert. Die Bauarbeiten werden von der sogenannten Wildbach-Verbauung durchgeführt, einer Organisation, die es in Österreich seit dem 19. Jahrhundert gibt. Man braucht immer wieder Katastrophen, damit was Neues entsteht. Das sieht man in der jetzigen Zeit ja auch mit der Pandemie. Es kommen neue Regelungen und so weiter heraus. Ein neuer Umgang mit gewissen Katastrophen wird gepflogen. Und das war bei uns auch im Jahre 1882, wo im Südalpenraum große Hochwässer mit sehr, sehr viel Schaden und auch Todesfällen aufgetreten sind, wo dann in Anschluss darauf, also innerhalb kürzester Zeit, die Wildbach-Verbauung ins Leben gerufen wurde als Organisation. Ist genial, was wir da haben in Österreich. Im Pinzgau hat die Wildbach-Verbauung 70 Mitarbeiter. Es ist eine staatliche Behörde. Sie kümmert sich ausschließlich um die Schutzbauten vor Ort. Neben der Wildbach-Verbauung gibt es im Pinzgau noch die sogenannten Wildbach-Genossenschaften. In ihnen sind die Anwohner der Bäche organisiert. Siegfried Feiersinger ist Obmann der Wildbach-Genossenschaft Saalbach. Für Gebhard Neumeier ist er ein wichtiger Ansprechpartner. Er hilft bei der Planung und führt die Gespräche, wenn von Grundbesitzern Bauflächen benötigt werden.
Seine Kontakte beschleunigen das Tempo der Bauvorhaben immer wieder ungemein. Weil Verhandlungen sicherlich einfacher durchführbar sind. Zum Beispiel dieser Hotelbesitzer ist ja auch Mitglied dieser Wildparkwassergenossenschaft. Der will ja auch den Schutz haben und ist dann auch wesentlich leichter auch bereit, Grundflächen für diese Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, du hast über 650 Mitglieder, die da Mitglied sind bei dieser Wassergenossenschaft und die das auch mitfinanzieren. Das ist die Verbauung der Leute hier. Und deshalb ist es ideal, wenn man sagt, okay, ich kann das gleich mal entscheiden vor Ort, ich mache das halt so und so, ich baue es einen Meter weiter vor und weiter hinten, wie auch immer. Ne? Und da haben wir natürlich sehr, sehr große Vorteil gegenüber einem behäbigen, sage ich mal, bayerischen Staat. Alleine im Glemmtal gibt es 40 Haupt- und 61 Seitenbäche. Wegen der zunehmenden Erwärmung bringen sie immer mehr Geschiebe ins Tal. Das macht sie noch gefährlicher. Der Hof von Siegfried Feiersinger ist gleich von zwei Gebirgsbächen eingerahmt. Derzeit entsteht an einem eine große Wildbachsperre. Alle Schutzbauten sind zu 75% staatlich gefördert. 25% zahlt die Genossenschaft, die nach Bauschluss auch zum Eigentümer wird. Beim Bach auf der anderen Seite des Hofs erklärt Johannes Hübel, weshalb das hiesige Schiefergestein in Verbindung mit Wasser so leicht ins Rutschen kommt. Es wird schmierig. Früher ist er schon viermal durchs Haus durch. Man hat extreme Schaden, man hat das Material im Haus, man hat das Wasser überall. Und deswegen, es ist zwar noch nie einer ums Leben gekommen oder was, aber das neue Aufbauen wieder und alles, das ist, wie man gesagt hat, psychisch sehr anstrengend. Beim zweiten Bach oberhalb seines Hofes ist der Schutz schon fertig. Seither können Siegfried Feiersinger und seine Familie bei Regenfällen besser schlafen. Sie müssen nicht mehr auf das Rauschen des Bachs achten und heraushören, ob sich dort etwas Gefährliches zusammenbraut. Mit der Lage zwischen zwei Wildbächen, sagt Siegfried Feiersinger, ist ihm eine Versicherung zu teuer. Falls doch etwas passiert, zahlt in Österreich der Katastrophenfonds. 50% der Schäden werden aus diesem Katastrophenfonds abgegolten. Und das ist eine Art Solidarhaftung, weil jeder, der irgendwie Steuern zahlt, zahlt auch in diesen Katastrophenfonds ein. Das heißt, dass jeder Österreicher, der verdient, oder jede Österreicherin, trägt dazu bei, dass dann solche Schäden in einem gewissen Ausmaß abgegolten werden können. Die solidarische Versicherung ist für meines Erachtens noch für ein rasches wieder Auferstehen sozusagen von der Katastrophe die beste Möglichkeit. In Bayern wird das mittlerweile anders gesehen. Die staatliche Hochwassersoforthilfe, die 2016 vielen geholfen hat, gibt es seit dem 1. Juli 2019 nicht mehr. In Zeiten des Klimawandels, wo vermehrt Unwetter drohen, ist dem Freistaat das finanzielle Risiko zu hoch geworden. Jeder soll jetzt selbst eine Elementarschadenversicherung abschließen. Aufgrund der aktuellen Hochwassersituation ist eine Evakuierung dieses Gebietes notwendig. Bitte verlassen Sie innerhalb einer Stunde mit dem Notwendigsten dieses Gebiet. Achten Sie auf Rundfunkdurchsagen. Um im Ernstfall reibungslos zu funktionieren, absolviert Simbachs Freiwillige Feuerwehr trotz Corona möglichst jede Woche ein Training. Doch müsste effektiver Hochwasserschutz nicht viel früher ansetzen? Es gibt nämlich Schäden, die durchaus vermeidbar wären. Und dabei spielt noch etwas eine Rolle: der Schlamm. Was der anrichten kann, davon kann Udo Eszes erzählen. Als 2016 das Wasser wieder abfloss, blieb eine meterhohe Schlammschicht zurück. Das Durchkommen wurde zur Qual. Man muss sich das so vorstellen: im Winter, wenn Schnee ist, ein Meter Schnee und du musst die durchschaufeln, dass du überhaupt den Weg kriegst. Und so war es von da vorne bis dahinter. Wir konnten nicht gehen, weil die Gummistiefel, die wir uns da notdürftig bei der BayWa besorgt haben, die sind ja immer stecken geblieben und dann bist du wieder weitergegangen und immer wieder hast versucht weiterzugehen und der Gummistiefel ist wieder im Schlamm stecken geblieben. Also das hat ja ewig gedauert, bis wir überhaupt einmal zum Haus hergekommen sind. Tagelang waren Helfer damit beschäftigt,
tausende Tonnen des zerstörerischen Schlamms wieder aus den Häusern zu schaufeln. Er musste zudem feucht gehalten werden, denn trocknet er, wird er schnell hart wie Beton. Er war einfach überall, in den Wohnzimmern, Küchen und Kellern. Er verstopfte Durchlässe und Leitungen. Er war die Katastrophe nach der Katastrophe. Ja, ich sage mal, man muss sich das so vorstellen, innerlich bricht, also man bricht zusammen, die Beine stehen noch, aber der Körper, der Geist sackt innen drin weg und man liegt am Boden in der Situation, so muss man das ungefähr vorstellen. Man kann sich das nicht vorstellen, aber man sackt innerlich zusammen und bricht zusammen. Grunde genommen, sage ich jetzt einmal, ist natürlich 5 Jahre eine Zeit, in der man gewisse Dinge verarbeitet und auch verkraften kann. Sag ich mal. Dass die Errichtung des neuen Hochwasserschutzes so lange dauert, zerrt bei allen Betroffenen an den Nerven. Die freien Flächen mitten in der Stadt erinnern täglich an das Unglück. Jeder stärkere Regenguss sorgt für Beunruhigung. Zusätzlich Sorgen macht, dass das Wasser in den letzten Jahren immer mehr Schlamm mit sich bringt. Wo kommt er her? Im nahen Triftern ist sich Bürgermeisterin Edith Lirsch der Situation ihrer Mitbürger sehr bewusst, obwohl sie selbst von der Flut nicht betroffen war. Sie und ihre Familie betreiben einen Gemüsebauernhof, der auf einer Anhöhe über dem Hauptort liegt. Gerade hat sie die Nachricht bekommen, dass das lang ersehnte Frühwarnsystem geliefert wird. Edith Lirsch kann erklären, woher der Schlamm kommt und was dagegen zu unternehmen wäre. Die Landwirtschaft, die kann mit der Bewirtschaftung, so wie sie die Flächen einfach managt, ganz viel dazu beitragen, dass das Wasser und die Erde auf die Flächen bleibt. Wenn das jetzt eine Fläche wäre bis unten, ist ganz klar, dass das Wasser dann läuft, nimmt alles mit. Und so ist es jetzt unterteilt, da ist ein kleiner Weg, ist ein kleiner Rhein und dann kommt die Wiesen. Und die hält dann natürlich das Wasser, den Schlamm auch wieder auf. Das ist toll. Also sowas ist einfach wichtig, damit ich Wasser da behalte, oben behalte und unten im Kessel dann nicht mit der ganzen Misere dann so stark zu tun habe. Doch zu den Sünden der sogenannten Flurbereinigung gehört, dass viele Hecken entfernt und Felder zusammengelegt wurden, um sie leichter zu bewirtschaften. Erosion ist die Folge. Weggespülte Erde wird zu Schlamm. Auch die Landwirtschaft müsste also umdenken. Doch die tut sich schwer. Jetzt will die Bürgermeisterin von Triftern wenigstens mit einem neu entwickelten digitalen Regenmesser frühzeitig warnen. Ah, TV Lirsch, hallo. Hat sie dabei? Haben wir schon dabei. Der misst sozusagen dann den Niederschlag. Mhm. Und somit haben wir dann auch die Erkennung, wenn es wirklich mal richtig stark regnen würde. Geht dann auf unsere Bereitschaft. Es geht dann auf eure Bereitschaft und auf euer Handy. Das riecht man dann auch rein. Ja. So, Johannes, das ist mir um aufgebaut. Joachim Stümpfel hat das System entwickelt. Triftern möchte damit von der Wetterwarn-App des Deutschen Wetterdienstes unabhängig werden, die lokale Starkregenereignisse nicht genau erfassen kann. Gut. Also, ich würde jetzt einfach mal einen einfachen Test machen. Das ist relativ simpel. Oben Wasser reinschütten, da braucht man gar nicht so viel. Und dann sollte bei Ihnen, Herr Kaiser, am Handy ein Alarm kommen. Aha. Ich schütte jetzt da oben einfach mal ein bisschen Wasser rein. Da braucht man, wie gesagt, nicht ganz so viel. Ist schon gegangen. Ah? War schon da. War schon da? Das war super. Aha. Alarm, Niederschlag gehört jetzt haben. Das ist ganz toll. Sehr gut. Das ist toll, wenn das so funktioniert. Also, sehr gut. Dann haben wir eben auch in der Nacht nicht mehr das Problem, dass man sagt, um Gottes Willen, wer soll den Alarm schlagen? Sondern das geht dann über Eicher App. Etwas weiter unten wird ein Bachpegelmesser installiert. Wenn sein Sensor bei einem Starkregen auf der App der Gemeinde Alarm schlägt, dann wissen Sie in Zukunft, jetzt wird es ernst. 2 Stunden Vorsprung erhofft sich Edith Lirsch so für ihre Mitbürger. Zeit, um sich oder Angehörige in Sicherheit zu bringen. Wenn man mal Wasser 1 oder 1,50 Meter in die Häuser drin hat, was das kaputt macht, was das die Leute wirklich für Sorgen verursacht, die müssen sich ja entweder versichern, was
immens viel Geld kostet. Oder wie es jetzt 2016 war, haben wir vom Freistaat viel, viel Geld gekriegt. Aber dieses Geld wird nicht mehr kommen. Also werden die Leute auf sich selber gestellt sein. Und diese Sorge, die muss man wirklich solidarisch mittragen. In Triftern soll die Bevölkerung zumindest gewarnt werden. Ein wirklicher Hochwasserschutz ist das nicht. Auch das Problem, dass in den Fluten immer mehr Schlamm mitkommt, wird noch nicht angegangen. Bayern ist ein hügeliges Land. Das macht die Erde auf den Feldern besonders erosionsanfällig. Bei starken Niederschlägen wird der Ackerboden einfach fortgespült. Besonders gefährdet sind Flächen, wo der Bewuchs noch fehlt und die Erde offen liegt. Knapp 300 Kilometer nordwestlich, in Mittelfranken, beim Ortstermin der Initiative Bodenständig vom Amt für ländliche Entwicklung. Auch Obernzenn war 2016 von Starkregen betroffen und möchte sich künftig vor den Folgen solcher Sturzfluten schützen. Die Initiative Bodenständig hat das Problem mit dem Boden erkannt und möchte aufklären. Heute hat der Agrarexperte Hans Koch zum Feldtag eingeladen. Es geht darum, wie die Erde für Dürreperioden Wasser speichern kann und wie bei Regen die Abschwemmung von Boden verhindert wird. Wenn wir schaffen, in verschiedenen Sequenzen, das ist die Idee auch von Bodenständig, so viel von dem Wasser und von dem Boden an der Fläche zu halten, wo sie ist, dann ist insgesamt weniger unten. Wenn wir es jetzt schaffen, über die Bearbeitung, über die Fruchtfolge, über die verschiedenen Themen, dass wir hier schon 50% halten und hier unten 50% in der Fläche, dann kommt in Summe nur noch die Hälfte an. Wir haben weniger Boden dabei. Lockere, feinkrümelige Erde, das war bisher das Ideal in der Landwirtschaft. Doch Hans Koch erklärt, dass gröbere Strukturen und möglichst viel Material auf der Oberfläche das Wasser bremsen. Einen Boden entsprechend zu bewirtschaften, ist nicht einfach. Es erfordert neue Techniken und neues Gerät. Das ist teuer. Kann er die Landwirte dafür gewinnen? Es ist ja jedem dran gelegen, dass der Boden dort bleibt, wie gesagt, wo er hingehört. Wenn der Boden abgeschwemmt wird, habe ich ja nichts davon als Landwirt. Früher waren viele Hecken in der Gegend. Flurbereinigendes Kummer braucht man nicht mehr vor 20, 30 Jahren. Macht man raus, große Flächen hat man gewollt. Wie große Flächen trotzdem, aber irgendwo müssen wir schauen, wie wir das Ganze in den Griff kriegen. Die Reaktion der Landwirte heute? Eher zwiespältig. Die Landwirte sollen anders arbeiten mit Techniken, die die unterschiedlichen Böden schonen. Entsprechend variieren dafür aber auch die benötigten Geräte. Dieses hier kämmt Unkräuter heraus, statt sie unterzupflügen und erzeugt gleichzeitig eine dünne Mulchschicht. Auch der Mulch darf nicht mehr wie sonst üblich untergepflügt werden. Schließlich soll er das Wasser bremsen. Dafür braucht es Maschinen, die durch die Bodenbedeckung hindurch arbeiten, wie diese hier für die sogenannte Maisdirektsaat. Sie kann durch den Mulch hindurch die Maiskörner direkt durch schmale Schlitze in die Erde bringen. Es zeigt sich, das Thema ist sehr komplex. Den Landwirten wird einiges abverlangt. Eine spezielle Förderung gibt es nicht. Alles geschieht, wenn überhaupt, dann auf freiwilliger Basis. Wenn ein Betrieb nicht gewillt ist, da mitzumachen und sich umzustellen, sich eventuell neue Maschinen anzuschaffen oder mit Nachbarn oder Lohnunternehmen stärker zusammenzuarbeiten, wie man es bisher halt gemacht hat, dann scheitert es häufig an solchen organisatorischen Sachen. Gut, es sind immer Betriebe, die Nachfolger haben, die auch Geld investieren können in Maschinen. Die kosten ja teilweise auch 100.000 Euro aufwärts. Oder wenn man sich in Genossenschaften zusammentun kann und versucht dann, ja, mehr zusammenzuarbeiten. Das wäre in der Tat dringend notwendig. Übrigens, die fruchtbare obere Bodenschicht, der Humus, misst gerade einmal 30 Zentimeter. Die Beratung von Bodenständig ist ein kostenloses Angebot des Amts für ländliche Entwicklung an alle Gemeinden. Auch der Bürgermeisterin von Triftern, Edith Lirsch, ist die Initiative bekannt.
das Bodenständig ist toll. Das ist ein ganz ein tolles Programm. Aber es beruht halt wieder auch auf der Freiwilligkeit. Und natürlich müssen da viele mit da, sonst greift das nicht. Das ist immer diese Geschichte, wenn sich viele Einzelne in eine Richtung bewegen sollen und an einem Strang ziehen, dann wird die Sache schwierig. Muss erst eine Katastrophe passieren, damit freiwillige Angebote umgesetzt werden? Auch auf der Frankenhöhe hat es 2016 eine Sturzflut gegeben. Wieder waren es kleine, bisher unscheinbare Bäche, die zu reißenden Flüssen wurden. Auch hier wurden Menschen obdachlos, wurde ein Millionenschaden angerichtet. Es gibt Ereignisse, die vergessen es einfach nicht. Ich weiß noch, wie ich heimgekommen bin, ich weiß noch, wie die Wolke gekommen ist, wie wir die gesehen haben, wie die zum Regnen angefangen hat, wie der Feuerwehrpiepser losgegangen ist. Ich bin dann rein nach Flachslanden. Die erste Stunde war ja als Feuerwehrmann dann unterwegs in Flachslanden selber im Ort. Aber da haben wir auch gesehen, wir können da nicht viel ausrichten. Und dann ist es natürlich losgegangen. Das werde ich nie vergessen. Ja? Ich habe die Nacht durchgemacht. Ja? Ich war ab einer Stunde geschlafen. Am nächsten Früh um 6 ist dann weitergegangen. Hier im Gemeindeteil Sondernohe war es der Chemnath-Bach, der die Zerstörung brachte. Noch immer laufen die Berechnungen beim Wasserwirtschaftsamt für den zukünftigen Hochwasserschutz. Das macht auch hier die Anwohner nervös. Es war ja wirklich so, dass in den Folgejahren, wenn es wirklich stärker geregnet hat, mich regelmäßig Bürger angerufen haben, du musst was machen, du musst was machen, da ist immer noch nichts gemacht worden. Ja? Also wirklich auch bei normalem Regen schon. Ja? Hat aber mittlerweile auch schon nachgelassen, weil es den Leuten, die betroffen waren, wirklich in den Knochen gesteckt ist. Ja? Und warum ist da noch nichts gemacht worden? Nee, wir machen ja was. Was gemacht wird, läuft nicht über das Wasserwirtschaftsamt. Auch Hans Henninger hat sich an die Initiative Bodenständig gewandt. Jetzt tut sich etwas in den Feldern um Flachslanden. Hier werden Sammelbecken für abgespülten Schlamm angelegt. Von der Initiative Bodenständig bekommt die Gemeinde einen Projektleiter bezahlt, der kostenlos die Planung macht. Dieser Gulli soll bald weg. Über ihn wurde bislang abgespülte Erde direkt in den nächsten Bach geleitet. Und das ist eigentlich genau das, was man versucht zu vermeiden und was man auf gar keinen Fall haben will, dass der gute, fruchtbare Boden direkt im nächsten Gewässer landet. Der Abfluss war einst mit der Absicht angelegt worden, den Schlamm abzuleiten. Doch er verstopfte immer öfter. Also da haben die Leute wochenlang die Keller leer geschaufelt und leer gepumpt. Und halt lauter so Zeug. Ne? Also es ist halt alles auf der Straße. Der ganze Acker war auf der Straße gelegen. Und die Schächte und das Zeug ist halt dann zu, dann kommt das Wasser auch nicht mehr weg. Jetzt soll der Schlamm nicht mehr über diesen Weg entsorgt werden, sondern durch größere Abflussrinnen hin zu den Sammelbecken. Angelegt wird alles vom gemeindeeigenen Bauhof, der später auch die Anlage wartet. Um die neuen Aufgaben zu bewältigen, wurden extra 2 neue Mitarbeiter eingestellt. So soll die in den Becken angespülte Erde nicht verloren gehen. Und wenn ich den abtransportiere durch Großregen oder sowas, will ich ja schauen, dass ich diesen Boden wieder auf meinem Acker habe, dass ich da wieder mal was ansehen kann. Weil sonst habe ich irgendwann den Mutterboden verloren. Und ich kann da hinsehen, was ich will, aber es wächst nichts mehr. Die Sammelbecken sind nur eine von über 20 Maßnahmen rund um Flachslanden, die sowohl dem Hochwasserschutz dienen, als auch der Landwirtschaft von Nutzen sind. Die Gemeinde hat schon ein Extremwetter erlebt. Die Motivation, etwas zu unternehmen, ist groß. Im Unterschied zu finanzschwachen Kommunen kann sich Flachslanden aber auch die Erweiterung des Bauhofs leisten. Seit 2 Jahren sind die Gemeindearbeiter dabei, die Landschaft umzugestalten. Unter Anleitung von Peter Böhm. Gerade fertig geworden ist diese Auenlandschaft. Mit ihr soll für Dürreperioden Wasser gespeichert werden. Und damit nicht genug. Also geplant ist hier noch ein größeres Rückhaltevolumen zu erzeugen, indem einfach die Landschaft möglichst so umgestaltet, dass es unauffällig ist, die Landschaft weiterhin landwirtschaftlich nutzbar bleibt und nur bei Starkregenereignissen oder Extremereignissen das Gelände, das ganze Tal, die Mulde, in der wir uns hier befinden, die dann gezielt einzustauen. Die Talmulde links der Straße soll bei Hochwasser zu einem großen Rückhaltebecken werden,
Eine einfache Lösung und relativ schnell umzusetzen, wenn es da nicht wieder den einen Haken gäbe, die Bürokratie. Vom Genehmigungsverfahren ist es fast egal, ob ich so eine Kleinmaßnahme baue oder ob ich gleich einen Riesendamm baue. Der Genehmigungsaufwand und Ablauf ist ähnlich. Der große Unterschied ist, das Verhältnis von Genehmigungskosten zu Baukosten steht bei solchen kleinen Maßnahmen in einem krassen Missverhältnis. Hier hat man extrem hohe Planungskosten, die eigentlich in Baukosten sind, da verschwinden gering. Das sind Maßnahmen, die sind in 2-3 Tagen gebaut. Es sind immer wieder die gleichen Probleme. Trotz des gesellschaftlich immens wichtigen Themas beruht vieles nur auf der Eigeninitiative einzelner Kommunen. Und oft scheitert es zudem an der Bürokratie. Kann es sein, dass die Gefahr, die auch von kleinen Bächen ausgeht, von der Politik immer noch zu wenig ernst genommen wird? So wie überhaupt die Folgen des Klimawandels? Warum sonst dauert es so lange, bis Kommunen wie Simbach den ersehnten Schutz bekommen? Und warum sonst zieht sich der Staat zurück aus der Soforthilfe? Der Umweltminister betont, dass sehr wohl viel getan werde. Ihn ficht die Kritik nicht an. Wir arbeiten jedenfalls mit Hochdruck an Hochwasserschutzmaßnahmen. Das sehen Sie ja schon allein an der Historie. Bayern hat in den letzten Jahrzehnt 3 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz gesteckt. Perspektivisch bis 2030 investieren wir weitere 2 Milliarden. Sie haben natürlich, und das gehört auch zur Wahrheit, momentan eine Vollauslastung in der Bauindustrie. In vielen Bereichen ist es überhaupt nicht möglich, neue Projekte einzusteuern. Also von daher muss man auch sagen, man braucht natürlich dann immer auch ein Ingenieurbüro, das draußen im freien Markt mitplant. Das gehört zur Wahrheit. Es braucht auch immer ein Bauunternehmen, das letztendlich die Maßnahme dann erstellt. Aber die Notwendigkeit, die wird hier nicht bestritten. Die Opposition im Landtag, allen voran die Grünen, sehen das kritisch. Sie fordern schnelleres Handeln. Doch solange die bayerische Staatsregierung sich in erster Linie für den klassischen Hochwasserschutz zuständig sieht, alles andere aber der Eigeninitiative von Kommunen überlässt, wie den Schutz der Bäche und Böden oder den ökologischen Umbau der Landschaft, bleibe alles nur unverbindliches Flickwerk. Die Kommunen können das nicht alleine finanzieren. Man muss auch ganz ehrlich sein, eine kleine Kommune, die das gut macht, die schützt mit ihrer Maßnahme auch Passau an der Donau eines Tages. Das muss man sich bewusst werden. Wir schützen, sagen, das ganze Land in diesem Bereich. Und da muss auch das ganze Land bereit sein, für die Kosten aufzukommen. Und aus dieser Denke müssen wir raus. Und es wird freiwillig allein nicht funktionieren. Wir müssen dafür Verständnis werben, brauchen aber auch verbindliche Maßnahmen, die einen gewissen Rahmen setzen. Bayern für die katastrophalen Folgen des Klimawandels zu präparieren, eine Mammutaufgabe, die systematischer und solidarischer angegangen werden müsste? Während sich die behördlichen Maßnahmen in Simbach jedenfalls zäh dahinziehen, hat Markus Pilger von der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Freizeit den neuen Katastrophenwarnplan ausgearbeitet. Und er trainiert in seiner Freizeit seine Truppe fast wöchentlich. Er und seine Kollegen wissen, bis Simbachs neuer Hochwasserschutz steht, kann es noch Jahre dauern. In der Zwischenzeit tun sie ihr Bestes, unbezahlt und ehrenamtlich. Wir haben auf alle Fälle festgestellt, dass die Warnrouten so funktionieren, das passt. Wir haben festgestellt, dass die Warnanlage funktioniert und dass die ganze Planung eigentlich funktionieren kann im echten Einsatz. Wenn wir einen klaren Auftrag haben, dann können wir die Bevölkerung warnen. Und um das ist heute gegangen. Die frühzeitige Warnung. Ein Ereignis verhindern, das werden wir nicht können. Das Ereignis kann niemand verhindern, den Starkregen. Aber schnellerer und konsequenterer Schutz vor seinen Folgen wäre schon möglich. Doch dafür bräuchte es mehr Unterstützung für Kommunen und Landwirte, damit diese die Anpassung an den Klimawandel und seine Gefahren auch finanziell stemmen können.